Moin zusammen, hier ist euer Henri. Wir sind zurück bei unseren Persern hier in der Antike, in der alten Welt von Old World und von hier aus. Das ist unsere Hauptstadt Parsa. Ja, muss jetzt Persien ein Stück weit wieder neu aufgebaut werden. Klingt jetzt so, als sei unser Reich verwüstet worden, das nicht, aber wir haben viele, viele Einheiten verloren, sind stark unter Druck geraten. Ja, haben. Also am Ende des Tages haben wir es in einen Waffenstillstand wieder diplomatisch abwenden können. Allerdings hat gleich Rom unsere Schwäche genutzt und hat uns, ja, man kann es fast als mit Militärsanktionen bezeichnen oder als Militärsanktionen bezeichnet. Wir müssen jetzt viel, viel Tribut in Ausbildungspunkten an Rom zahlen und auch an Karthago. Das wird unsere militärische Entwicklung in den nächsten Jahren, und das ist ein extrem langer Zeitraum, für 40 Jahre extrem eindämmen. Wir werden da kaum eine Möglichkeit haben. Trotzdem müssen wir unser Militär auch wieder weiter ausbauen, um an Stärke zu gewinnen, um nicht irgendwie irgendwo als ein einfaches Opfer da zu stehen. Wie sieht es ansonsten aus? Nochmal zum Überblick. Wir haben momentan ein ganz gutes Verhältnis mit Griechenland. Da ist aktuell unser Botschafter dabei und versucht hier Frieden zu schließen. Die Idee ist folgende, vielleicht mit Griechenland insoweit, sich mit Griechenland so weit anzunähern, dass wir hier, ich weiß nicht, ob jede Nation nur eine Allianz der Nationen haben kann, aber dass wir uns irgendwo über Griechenland, so ein kleines Stück absichern. Ich weiß nicht, ob es möglich ist, auch hier eine Allianz der Nationen mit Griechenland zu erzielen. Ja, ansonsten weiterhin Frieden auch mit Rom, aber ihr seht, wo konnte man das sehen? Irgendwo konnte man das sehen. Genau, da Tributzahlung. Hier 137 müssen wir zahlen. An Karthago sind es 141. Ja, ihr seht, hier haben wir eine Bilanz von minus 39. Ehrlicherweise weiß ich nicht ganz genau, wie das ist, wenn man Tribut nicht zahlen kann. Tja. Wir werden das sehen. Ich hoffe, das geht nicht zugunsten der Meinung. Das wäre sehr, sehr schmerzhaft. Wir haben zuletzt alles erledigt. Wir müssen auf jeden Fall schauen. Genau, ich bin in Vorbereitung unserer Arbeiter nochmal durchgegangen. Das ist soweit in Ordnung. In Katura sind wir schon dabei, nächsten Arbeiter wieder auszubilden. Wir haben hier eine Arbeiterin, die wir zwischenzeitlich jetzt dann an dem Wunder weiterbauen lassen werden. Und wir müssen in dem Zuge aber auf jeden Fall hier in Parsa nochmal einen Arbeiter ausbilden, und das dauert auch glücklicherweise nur 2 Jahre. Und ich überlege auch, ob wir den Pikenier vorziehen. Ja. Ich bin mir unsicher. 10 Bürger, oh mein Gott. Naja. Nee, ich denke, wir lassen es jetzt erstmal so rum. Parser muss dann eine Zeit lang ohne auskommen. Und wir können aber eine Sache noch machen. Wir haben ja 3 Befehle übrig. Wir können noch einen hier einen Statthalter auswählen. Und da gibt es einen guten Mann, Thaispis der Gelehrte. Er könnte Statthalter werden von Tus, und das würde, ja, weil er recht weise ist und in Tus hier auch viel Forschung betrieben wird, das Ganze nochmal um 4,2 Punkte pushen. Das ist, glaube ich, recht gut. Kostet uns ein bisschen was an Stadtkapital, aber da haben wir ja zumindest ganz guten Fortgang. Okay, dann denke ich, können wir erstmal mehr nicht machen und werden unser Jahr beenden und werden dann mal schauen. Ich habe mal nachgeschaut mit den Spionen. Ich habe mal auch nachgeguckt, ja, tatsächlich im Glossar. Da steht nicht genau, was die Bedingungen sind, um Spione einsetzen zu können. Besteht nur, was die dann machen können. Und von daher werden wir einfach weiter schauen, ob wir es machen können. Ja, und wenn nicht, dann fürchte ich, wird auch diese Ambition scheitern, genauso wie diese. Diese ist ehrlicherweise wahrscheinlich schon jetzt zum Scheitern verurteilt. Aber wir werden das sehen. Wir werden hier den. Huch, was haben wir denn hier? Ach nein. Spione haben in Hatra und Katura einen Aufstand ausgelöst. Das gibt's ja nicht. Oh mein Gott.
Sie sind stärker. Ein Pferd ohne Reiter überbringt eine kurze, aus einem Wort bestehende Antwort der Griechen. Niemals. Sie sind einfach zu stark. Ja, wir werden Griechenland seinem Schicksal überlassen und sie uns offensichtlich auch unserem. Okay. Wir gehören nicht dem Judentum an. Die sind mittlerweile alle jüdisch. Nur unser König selbst nicht. Konvertieren zum Judentum. Kostet auch 100. Ja, aber es ist die Staatsreligion. Und ja, ich denke entsprechend auch in Anbetracht auf Griechenland. Schaut mal, das ist überall die Staatsreligion. Ich glaube, das Judentum ist einfach mittlerweile die mächtigste Religion. Und entsprechend wird sich unser König auch in diese Richtung bewegen, unser Jatzte Gerd. So, und jetzt kann er noch was machen. Eine Gruppe Priester hat sich versammelt, um euch mal eine Spende für euren neuen Glauben zu bitten. Holz, Geld oder dafür mal eine bessere Verwendung? Ja, ich denke, Geld ist nicht das große Problem. Wir werden Geld spenden. Und dann gewinnen wir hier noch Ansehen. Sehr, sehr gut. So, dann haben wir hier noch ein paar Events. Ein öffentliches Festmahl. Die wohlhabenden Bürger von Kyrischate. Oh, Kyrischate ist jetzt legendär. Möchte zu Ehren des anhaltenden Wohlstands ihrer Stadt ein öffentliches Fest veranstalten. Der Statthalter, Herzog Hormsit, wurde gebeten, den Ehrenplatz einzunehmen. Königliches Bauherr. Nicht Verbrauchsessen für zukünftige Notlagen anhäufen. Würde uns wahrscheinlich Nahrung bringen. Er ist sehr diszipliniert. Sehr mutig. Ja, also ich denke, er ist diszipliniert und wird gute Manieren zeigen und aufessen. Oder bekommt er noch mehr Disziplin. Wow. Es gibt gefeierte Schönheit. Als ihr ein Adelshaus besucht, trefft ihr auf eine wunderschöne Dame und erliegt sofort ihrer Schönheit. Eure Kanzlerin zeigt sich besorgt. Ihr seid verheiratet und eine Scheidung von eurer Gemahlin wäre durchaus unklug. Ja, zumal sie Griechin ist. Was wollt ihr tun? Ich muss verzaubert gewesen sein. Den Scheidungsprozess beginnen. Ich brauche bessere Berater, mein Erben zum Kanzler machen. Nein, er ist diszipliniert. Ich muss verzaubert gewesen sein. Oh, und jetzt wird er elend. Alle Städte minus 20% Befehle, ernsthaft? Oh mein Gott. Hm. Na gut, so, wir schauen mal auf die Städte. Welche Stadt ist da? Untätig Hatra hat die Schatzkammer abgeschlossen. Wie steht es hier um die Stadt? Ja, die hat natürlich große Steinprobleme, das ist klar. Unzufriedenheit ist in Ordnung. Oh, ein Archiv würde sehr viel Forschung bringen. Ein Turm kann hier auch gebaut werden. Ein Viehzüchter würde hier Befehle bringen. Oder ein Offizier. Ist das ein Unterschied? Nee. Ja, wir müssen beim Militär einfach ein bisschen weiterkommen. Von daher würde ich hier auf den Offizierslehrling gehen und dann tatsächlich 6 an, mit 6, mit 6. Ist alles sehr ähnlich. Die Langbogenschütze mit 8. Kostet uns Holz, es kostet uns Nahrung und Eisen haben wir auch jede Menge. Der Reiter.
Okay, schließen wir hier einen Reiter an. Okay. Ja, dann schauen wir mal hier auf diese Kämpfe. Hier muss unsere Garnison das verteidigen. Haben wir da ansonsten was in Reichweite? Ja, kaum. Es ist natürlich alles gen Süden gezogen. Kommen da nicht hin. Eilmarsch kann man es nicht leisten. Was ist mit den Bogenschützen? Die kommen da hin. Okay. Und die können wir hier hinstellen. Dann werden die hier noch angreifen. Ja, aber dann werden wir hier noch einen Angriff über uns. Ja, ist natürlich unschön hier mit der Unzufriedenheit. Wird sie aber nicht erhöhen. Okay. Gut, und den zweiten Angriff hat es hier gegeben. Hier sollte das allerdings kein Problem sein. Oh wow, schaut euch das an. Ja, das reicht hier. Okay. Gut, das haben wir gesehen. Einiges fertiggestellt worden. Einige Städte, Befehle, Projekte. Sehr gut. So, er ist jetzt fertig. Was kann er noch machen? Eine Handelsmission nach Griechenland. Ich werde allerdings ganz gerne auch nochmal wieder ein Gesetz erlassen. Hier waren unsere Gesetze. Da sollten wir auch noch... Ja, wir warten das nochmal ab hier mit seiner Aufgabe. Hier können wir leider nichts machen. Ich will es mir nicht weiter verscherzen momentan mit den anderen Nationen. Schauen wir mal auf unsere Arbeiter. Beziehungsweise, wir werden mal hier anfangen. Mit der wichtigsten Aufgabe. Du wirst jetzt hier weiterbauen. An dem Wunder. Auch wenn du da nicht besonders schnell bist, leider. So, jetzt schauen wir mal. Ja, hier haben wir jetzt noch einen Jünger des Zoroastrismus. Der ist jetzt ehrlicherweise nicht mehr so wichtig. Ich überspringe ihn erstmal. Hier haben wir noch einen Jünger. So, hier sind die Netze fertiggestellt. Gott, schaut euch diese ganzen römischen Soldaten an. Nun ja. Hier können sie noch weitermachen. Wachstum. Ein Schießstand. Hier den Schießstand. Dann die Garnison und daneben die Kaserne. Das sind auch unsere Jäger. Wir machen das mal in der Reihenfolge. 40 Holz, der Schießstand 4 Jahre, das ist in Ordnung. Dann haben wir hier noch einen Jünger. Den überspringen wir auch mal. Und dann haben wir hier noch einen. Achso, das war auch der Jünger. Okay, die anderen sind beschäftigt. Na, die sind da aufgewacht. Die lassen wir erstmal stehen. Und die lassen wir auch erstmal stehen. Wow, und dann haben wir 24 Befehle übrig. Das hatten wir wahrlich lange nicht mehr. Kommen wir hier noch ran? Oh, doch, wir kommen hier noch ran. Na, ärgerlich, dann haben wir es ein bisschen falsch rum gemacht. Dann werden wir die aber auf jeden Fall erledigen.
um hier nicht noch einen Angriff zu provozieren. Aber natürlich wäre es schöner gewesen, mit der echten Einheit hier den Angriff zu machen, um... Ja, weil ich meine, die können sich nicht verbessern. Die hätten dann wenigstens noch Erfahrung bekommen. So, die stehen hier auf einer Kaserne. Okay. So, was kann er noch machen? Truppenmoral stärken. Kostet aber Startkapital. Das will ich jetzt nicht ausgeben. Kann unsere Gemahle noch etwas machen? Nein. Handelsmission war auch Stadtkapital. Sie ist noch dabei, zu befrieden. Parsa zu befrieden. Das kostet auch alles Stadtkapital. Verleumden auch, ausspionieren. Das kostet Gold. Territorium ausspionieren. Ja, das könnte auch zu Kosten unserer Legitimität gehen. Nein. Und er könnte aber Jatztegerd, er könnte noch jemanden für uns beeinflussen. Er könnte uns beeinflussen, ernsthaft? Jetzt verstehe ich diesen Tooltip hier gerade nicht genau. König Jatzegerd. Oder er könnte ihn beeinflussen. Ja, gut. Wie ist seine Meinung von uns? Ja, 40. Das ist aber eigentlich auch in Ordnung. Wobei, wir hatten, Moment, wir hatten doch einen Jünger des Judentums. Ah, okay, der ist hier noch beschäftigt. Der arbeitet sozusagen noch. Okay. Tja, dann könnten wir vielleicht hier noch ein... Nee, können wir nicht, weil er Statthalter ist. Auch kein Kind unterrichten. Ja, dann sehe ich momentan nicht so viele Möglichkeiten. Ich bin ganz klar davon geredet, dass er ein Grieche ist. Das stimmt ja gar nicht. Aber vielleicht könnten wir... Uiuiui, wir könnten den römischen Herrscher töten. Ah, minus 80 Ansehen bei den Römern besser nicht. Aber das ist ja auch nicht der Herrscher, das ist... sozusagen der Papst und der Vorsteher des Christentums. Könnten Sie bitten, den Krieg zu erklären? Handelsmission, das hatten wir schon, das war Stadtkapital. Gut, dann werden wir versuchen, hier... Aber sie ist auch schon alt. Ist sie krank oder so? 62. Wir werden mal versuchen, sie zu beeinflussen. So, dann haben wir das sinnvoll genutzt. Der Gewölbebau ist auch abgeschlossen im nächsten Jahr. Schaltet Ikonografie oder Kalligraphie frei. Das ist auch sehr gut. Ja, dann würde ich fast sagen. Ja gut, die Spione sind ohne Mission, das wissen wir. Tja, gerne würden wir noch jemanden hinzufügen, aber das scheint momentan nicht zu funktionieren. Na gut, dann nehmen wir halt mal etwas Geld ein und haben jetzt in diesem Fall 18 Befehle übrig. Dann beenden wir unser Jahr.
Ja, wir müssen hier auch schauen. Vor allem Stein ist noch ein Thema. Stein und Holz. So, und wir müssen die nächste Forschung wählen. Ups, ne, Gesetze. Na, eins am anderen. So, hier wollten wir hin. Ich glaube, die Hydraulik macht wirklich Sinn, um für Minen und Sägewerke eine kostenlose, ja, Balliste ist auch nicht schlecht. Harnisch natürlich auch nicht. Aber das dauert alles gar nicht so lange, aber wir werden mal hier auf die Wassermühle gehen. Okay, so, dann schauen wir mal auf unsere Städte. Susa ist jetzt untätig, hat den Dichter Ältesten abgeschlossen. Wow. In Susa könnten wir einen Statthalter auswählen. Könnten wir uns sogar leisten. Naja, aber ist hier sehr, sehr alt. Und hier geht das zu Kosten der Ausbildungspunkte. Das werden wir nicht machen. Was machen wir dann in Susa? Sechs Bürger haben wir. Ah, Susa ist nicht so gut, was das Thema. Noch ein Dichter Ältesten Richtung Offizier und Bauer. Ja, militärisch können die kaum was, das muss man mal gestehen. Ja, wir haben hier den Jünger des Judentums, der kann da eigentlich runterziehen. Nee, hier müssen wir was anderes machen. Stadtkapital. Wollen wir denn die höchsten Erträge? Sollten wir hier dann weitergehen mit dem Dichter Ältesten, auch wenn das tatsächlich 8 Jahre dauert. So, nehmen wir unsere Militäreinheiten durch. Genau, wir haben hier unsere Miliz aus Anshan, die können hier zurückkehren und geheilt werden. Wir haben hier die Miliz, die geheilt werden kann und Wache halten kann. Das könnten wir euch, glaube ich, auch noch sagen. Jupp. Wir haben hier die Langbogenschützen. Naja, die kamen ja auch hierher. Die sollen wieder zurück auf ihre. Das können sie besser in der nächsten Runde. Auf ihren Schießstand. Hier haben wir unsere Bogenschützen. Hier haben wir keinen Schießstand. Dann stellen wir die hier ins Städtchen. Geheilt werden müssen sie nicht. Ihr müsst geheilt werden, könnt dann wieder Wache halten. Das im Übrigen könnt ihr auch. Okay, das waren schon unsere Militäreinheiten. Dann schauen wir auf unsere Arbeiter. Da ist viel fertig geworden. Ja, das ist wieder unser Jünger. Sie hat jetzt hier erfolgreich noch einen Weiler gebaut und damit haben wir hier auch einen Anschluss. Das ist gut. Hier kann ein Hafen gebaut werden. Aber hier würde in Sachen Stufe 0, wow. Hier müssen wir einfach auch weiter in Richtung Kultur gehen und da macht es doch Sinn, wenn wir das hier bauen. Maximal eins pro Stadt. Theater auch. Odeon auch.
Okay. Na gut. Ja, ein Steinbruch ist hier verschenkt. Dann müssen wir hier in Richtung Nahrung gehen. Dann wird es hier einen Kornspeicher geben mit Bauernhöfen drumherum. Dann geh du mal hier hin, baue einen Kornspeicher und dann kommen da Bauernhöfe drumherum. So, wo bist du? Du hast hier die Kaserne abgeschlossen, sehr gut. Hier jetzt eine Zitadelle. Hey, oder ist das noch ein Wunder? Sur Madat Basha. Alle Städte, minus 1 pro Luxusgut, kann nicht ersetzt werden. Ja, ich meine, Tus ist natürlich auch schon eine Stadt mit jetzt legendärer Kultur. Oh, das wäre aber verlockend. 13.000 Gold würde uns das kosten, weil wir extrem viel Stein einkaufen müssten. Aber das ist wirklich verlockend. Das machen wir. So, alt war's. Okay. Hier ist einer, wird nochmal übersprungen. Sehr gut, du hast hier Gold gebaut. Du baust hier dieses Kloster. Das war unsere Familie. Unsere Geistlichen. Dann werden wir... Können wir hier einen Weiler bauen? Ja, der ist noch nicht angeschlossen, wird dann aber. Und dann können wir um den Weiler hier die Theater, Odeon und so weiter und so fort bauen. Wobei hier wären natürlich auch jegliche Minen jetzt wieder interessant, ne? Mhm. Wegen der Hügel. Dann wäre der Weiler eher hier interessant. Aber wie gesagt, wir schauen mal gerade auf die Minen. 8,5. Ja, wobei Eisen ist nicht so das Thema. Wie sieht es denn mit Steinbrüchen aus? Nee, das bringt gar nichts. Dafür müssen wir hier ran. Okay, dann machen wir das so. Dann bauen wir hier den Weiler. Oh, da müssen wir jetzt auch nochmal bezahlen. 600 haben wir die noch? Ja. Und dann werden wir hier darum herum die anderen Gebäude, wenn wir dann genug Stein haben. Okay, wir werden das sehen. Du hast abgeschlossen den Schießstand. Okay, du kannst jetzt hier einen Steinbruch bauen, das bringt aber auch nichts. Oder eine Mühle. Eine Mühle sei schon ein Sägewerk. Ja, das ist ganz gut. Holz, das können wir gut gebrauchen. Hatten wir schon. Okay. Wieder haben wir ein paar Befehle übrig. Und einiges an Stadtkapital ausgegeben. Ich wollte doch ein Gesetz erlassen. Und wenn wir das wohl in der nächsten Folge tun, wir schauen nochmal. Wir haben mit dem nächsten Wunder begonnen. 14 Jahre und... Lasst mich nochmal schauen. 16. Knapp hintereinander werden dann nochmal zwei Wunder fertig werden. Sehr gut. Das haben wir alles gesehen. Die Städte haben wir auch gesehen. Schuldentilgung, der Gewölbebau und jetzt die Hydraulik. Okay,
Gut, dann haben wir erstmal alles getan, was wir jetzt für diese Runde tun konnten. Zwischen den Folgen werde ich nochmal schauen, ob wir jetzt mit unseren überschüssigen Befehlen noch was anfangen können. Aber das schauen wir uns dann zu Beginn der nächsten Folge an. Also, bis dahin, macht es gut, euer Henri.